Ja, mal schauen, wie viele Menschenleben ich heute noch retten kann. Da ich mittlerweile heraus habe, wie man mit nur 2 Inseln zum Sieg kommt, denke ich mal, bleibe ich auch dabei. Dann sind die Runden pro Squad ein bisschen kürzer. So. Continue gibt es natürlich nicht, weil ich immer die Timeline wieder abgeschlossen habe. Oh, ja. Deswegen machen wir mal weiter. Ah ja, genau. Ich wollte die Lasermechs das nächste Mal ausprobieren. Ansonsten muss ich ja weitere erste freischalten. Mal sehen. 9 Coins habe ich aber auch noch. Aber einer nach dem anderen. 25 für den letzten halt, das ist schon heftig. Nee, wir gehen der Reihe nach durch. Also. Was muss ich bei euch denn machen? Töte einen Gegner, indem du ihn in dich reinziehst. Ach ja, da war der mit dem Greifhaken hier, oder? Ja, nicht Greifhaken, sondern so ein Traktorstrahl. Triff 4 Gegner mit einem einzigen Laser. Da müssen die aber schön in einer Reihe stehen. Blocke mit dem Schild 4-mal Schaden in einem Kampf. Okay, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Der ist halt der Defense-Bot. Der Schaden verhindern kann. Also der hier braucht... Der muss viel zum Einsatz kommen und der muss einmal Schaden anrichten. Okay. Und die machen Schaden durch Rammen, tun sich dabei auch selber weh. Diese Einheit wird eventuell etwas schwierig. Schauen wir mal. Henry, meinst du, wir schaffen das? Schauen wir mal. Ich wollte von Easy wieder auf Normal schalten. Mal sehen, ob das was bringt. Advanced Content spiele ich später gerne auch noch, aber... Ja. Ich glaube, das mache ich später, wenn ich alle Einheiten Squads mal freigespielt habe. Spiel ist sehr laut. Mein Ohr. Mal her. Ja. Das war schon immer so laut, oder? So. Ah, das ist besser. So. Zenith-Guard auf normal. So. Hi, Peachy. Ich habe leider das Ende von deinem Tunic-Stream vorhin verpasst. Hast du den Boss noch umgehauen? Hat sie nicht mehr geschafft. Ah, ärgerlich. Muss ich doch noch einmal versuchen. Wir waren wieder mal so beschäftigt. Gehe ich ihn am besten hin, ne? Da eher wenig hin, da sind die Sachen teilweise eingefroren. Dann brauche ich nicht unbedingt ein Schild. Ich soll mit dem ja 2 Sachen machen. Für Achievements. Nehme ich einmal die Wüsteninsel. Schauen wir mal. Bist gerade noch dabei, alles zu spielen und den Boss zu machen. Weil irgendwie hast du das Gefühl, dass da noch was fehlt. Okay. Ich hoffe, du findest auch das, was fehlt. Jo, extra Grid ist gut. Lightning Storm finde ich nie so geil. High Threat ist hohe Bedrohungslevel. Da gibt es nur Sterne. Ah, fangen wir damit mal an.
Hoppala, ich hoffe, ich muss heute nicht so viel husten. Da war gerade Hustenattacke. Alternative wäre der Cheat-Modus, aber das wäre doof. Das glaube ich dir. Wenn du den einschaltest, zieht es dir keine Ausdauer ab und du bekommst keinen Schaden. Ja, das ist sehr cheaty. Das ist sehr cheaty. Oh, da werden gleich drei in einer Reihe stehen. Leider bleiben die da nicht stehen. Dieses Solarpanel, da muss ich beschützen. Und drei Wegspawns blocken. Ein Solarpanel kann ich so gleich beschützen, indem ich mir da vorstelle. So, mal gucken. Ich habe wieder auf normal hochgestellt, ob ich das hinbekomme. Oder halt auf Easy Mode stellen, ja, wollen wir mal gucken. Probier es noch ein bisschen weiter. Ich hab's befürchtet. Natürlich bleiben die nicht schön in einer Reihe stehen. Aber ich kann zwei in einer Reihe abschießen. Aber das reicht nicht, um den zu töten. Natürlich nicht. Ja, doch, den könnte ich damit tatsächlich töten. Was macht der Psion eigentlich? Muss ich gleich mal gucken. Oh. Was sagst du, ist dein Passivbonus? Also HP, okay. Der Vektor ist gerade abgehauen. Doof. Du machst zwei Schaden mit deiner Attacke, ist auch blöd. Wer ist in welcher Reihenfolge dran? Der Elite kommt zuerst, ne? Der würde den anderen Firefly wahrscheinlich töten. Elite machen ja sehr viel Schaden. Dann würde ich den damit ausschalten. Wenn ich dich dahin stelle, kann ich da verhindern, dass die da rauskommen. Das halte ich aus. Den schubse ich dahin. Bringt mir das da... Verhindert der Schild auch Spawn schon? Wahrscheinlich. Ich probiere es mal aus. Du machst einen komplett neuen Spielstand von vorne. Oh Gott, oh Gott. Da wirst du ein bisschen beschäftigt sein, ja. Aber gut, sehr, sehr groß ist das Spiel ja nicht unbedingt. Was es so lang macht, sind ja die ganzen Anläufe, die man braucht. Ah ja, Schild blockiert, der verhindert Schaden. Sehr gut. Also auch Spawn-Schaden. Das ist gut. Da bin ich jetzt leider festgesetzt. So, da haben wir den HP-Bonus schon mal weg. Du kannst halt nicht angreifen, aber du kommst da auch sonst nicht weg. Der schießt ins Leere. Dann würde ich den mit... Das ist blöd. Kann ich nicht anvisieren, nein.
Das ginge nur. Das ist blöd. Wenn der Stein da nicht wäre. Ja gut, dann machen wir so. Jetzt muss ich den aber dringend reparieren. Aber wenn der wieder eingesponnen wird, habe ich ein Problem. Dass die Rauchwolke da entstanden ist, ist ein großes Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Wenn ich dahin käme, könnte ich die alle drei abschießen. Das wäre so genial. Kann ich auch einen Gefährten da rausziehen? Ja, kann ich. Haha, sehr gut. Der müsste so dringend reparieren. Das Solarpanel. Nein, das Solarpanel kriegt dann was ab. Wenn ich mich bewege. Shit, wenn ich mich bewege, geht das nicht mehr. Außerdem macht er 2 Schaden, ne? Nee, 3 sogar. Ach, verdammt. Ich will aber nicht wieder einen Autopiloten da drin haben. Ein Solarpanel kriege ich leider nicht verteidigt. Ein Spawn muss ich noch verhindern. Es kommt aber natürlich gleich wahrscheinlich keiner mehr, weil es dann die letzte Runde ist. Ja, natürlich kriege ich keinen mehr. Ja, und da komme ich nicht hin. So, dass ich 3 in einer Reihe abschießen könnte, was mega super wäre. Natürlich. Keine Uses mehr. Verdammt. Okay, die Mission ist ziemlich blöd gelaufen. Die ist sehr blöd gelaufen. Ich verliere gleich 2 Piloten, fürchte ich. Okay, es war vielleicht keine so gute Idee, eine High Threat gleich zu nehmen. Da, ein Pilot ist weg und noch ein Pilot ist weg. Ach du Schande. Das tat weh. Das lief nicht so gut. Aber Henry habe ich noch. Na, das lief nicht so gut. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich brauche Grid. Was haben wir da? Ein Terraformer. Beschützen. Mit weniger als 4 Meshschatten. Beenden. Okay. Schauen wir mal, ob mir das gelingt.
Oh, hoffentlich ist ein Pilot drin. Na, ihr habt aber gleich voll auf den abgesehen. Ah, ich habe mich um einen vertan. Aber da steht das... Ah, Moment, aber von da hinten ging er so. So, die sind safe. So, da kannst du deinen Kollegen blockieren. Ah, du nimmst allerdings den Schaden dann, ne? Ja, dann sammle ich erstmal das ein. Zeitkapsel. Du schießt nur einer auf den. Mein Schild verhindert das. Und dann greifen die sich gegenseitig an. Das klingt doch gut. Irgendwas angreifen brauche ich gerade nicht. Ja, ich weiß. Wenn ich ihn nochmal bewegen könnte, wäre das gut. Aber geht leider nicht. So. Lexion müsste weg. Du kommst da leider nicht hin, weil du blockiert bist. Der würde sterben, wenn ich das mache. Und es wäre weniger als für mich dran. Das passt. Stehe ich halt mit dem in der Wolke. Ja, die Verteidigung eher nötig, das Gebäude. Eine Runde das durch. So, ist das nicht mehr nötig. Und du? Ah, das ist jetzt blöd. Ja, gut. Das war dumm. Anders hinstellen sollen. Ist immer noch weniger als 4 Schaden. So. Oh, euch zu vier in einer Reihe bekommen, ist irgendwie sehr blöd. Ich kann da nicht durchschießen, außer ich mache ein Schild hin. Habe jetzt leider keine Uses mehr, das ist das Problem. Ihr seid alle nicht angeschlagen genug, um da irgendwas zu machen. Mit dem Laser drauf schießen ist auch keine Option. Der Psion müsste eigentlich weg. Ugh. Ist wieder ein HP-Psion, ne? Ja. Natürlich. Ich weiß, das tat weh. Reicht nicht. Das bringt auch nicht so viel. Yeah.
Der Squad ist etwas knifflig auf normal Schwierigkeit, fürchte ich. Jammert nicht, ihr habt ein Schutzschild. Auch könnt ihr euch nicht irgendwie zu viert in eine Reihe stellen? Das wäre so cool. Ah, das wäre so mega. Der würde da drüber springen, da ist ein Schild drauf. Dich kann ich ins Leere laufen lassen. Den auch. Kill an enemy. Hole ich mir zumindest das. So. Verliere ich. Das da. Hä, hey, Moment. Hat er das nicht gewertet? Weil. Ich habe mir doch damit selber Schaden gemacht. Okay. Hatte ich nicht eben schon 3? Na gut. Kriege ich die 2 Sterne. Erstes Achievement geschafft. Wo ich die anderen beiden hinkriege. Uff. Das mit dem Schilde machen muss ich noch ein bisschen üben. Who are you? Prospero. Der Mesh bekommt Fliegen. Oh. Achievement, weil ich jetzt genug Captains gesammelt habe. Nice. Wo packe ich den nur rein? Das Ding kann schon fliegen. Deswegen würde ich mal sagen, kommst du da hin. Der Ram-Mech bekommt jetzt, kann jetzt fliegen. Okay. Du hast schon einen Core, den ich ausgeben kann. Leimon. Das nehme ich, das nehme ich. Stürmt ja durch den Henry. Immunität für Allies. Das ist gut. Das ist eine gute Idee für den Laser, ja. High Threat Level. 2 Berge zerstören, 7 Gegner töten. Kohle, Kraftwerk da beschützen. 2 Berge zerstören, 3 sind schon angeschlagen. Ach, das lässt sich doch bestimmt einrichten. Jo, schauen wir mal. Wenn ich dich dahin stelle, stellen sich von denen welche vielleicht dann hier so schön in einer Reihe und wollen die Sachen hier angreifen? Das fände ich gut. Du beschützt allerdings die hier. Und du blockst den Weg dahin. So. Ja, ich hatte das anders erhofft. Verdammt. Ich hätte genauer hinschauen sollen, was wir da haben. Du kannst die da drüben leider nicht schützen. Da müsstest du hier stehen. Aber du kannst die 2 Gebäude beschützen. Dich in eine bessere Position für später bringen. Nein, kannst du nicht, weil ich dir im Weg stehe. Haha. So, das war der Psion. Ich kann dich nicht mehr rufen. Da war doch irgendwas. Ja. Was mache ich mit dir? Du kommst nicht bis dahin. Ein Move zu wenig.
einen Berg zerrammen. Boing, so. Dann habe ich das. Ich weiß, ja, das tut weh. Ah nein, die hat nur einen Punkt ausgehalten. Das war so dumm von mir, die nicht zu schützen. Nein. Das war dumm. So, jetzt bin ich eingebaut. Bin eingebaut, verdammt. Drei und zwei. Kommt nicht bis dahin. Also es gibt so viele Sachen, die ich tun könnte, aber es fehlt mir immer ein Punkt Movement. Furchtbar. Ich dich da rein? Ja, dann geht das nicht. Stehen zu viele Rauchwolken. An den komme ich auch nicht ran. Das ist auch eine Rauchwolke. Dahin stellen will ich mich nicht. Wenn ich dahin wenn ich mit dir dahin gekommen wäre, hätte ich das Kraftwerk schützen können. Ach, verdammt. Ja. Dann hätte ich es schützen können. Mist. Stellt den doch nicht so. Das nervt. Ja. Madame, ich weiß. Jetzt ist der nur leider wieder festgebaut. Deswegen geht das nicht. Der wäre schon mal erledigt, aber sonst... Der ist von zwei von denen festgesetzt. Das ist das Problem. Der kann sich da nicht wegbewegen. Wenn ich das benutze, bumm, ist halt der nächste Pilot weg. Nee, Quatsch, das war ja ein Autopilot. Aber ich kann nach dem Schuss nicht fahren. Deswegen... Henry ist weg. Ja. Verdammt. Henry lost. Der neue Pilot lost. Du was? Dann gebe ich die Timeline einfach komplett auf. Nee, das war keine gute Idee, auf normal wieder zurückzuschalten. Ja, alle Mech-Piloten los gibt danach nicht auf. Das ist. Ja, die sind alle gestorben. Das war so keine gute Idee. Kein guter Start. Ja, nur Autopilot. Muss nur noch zwei Grad verlieren, dann ist eh Feierabend. Probier gleich nochmal neu. Punkt. Ah. Mit einem Punkt.
Hätte ich dich einen Punkt dabei darüber gestellt, dann würde ich da hinkommen, können die zwei schützen. Hätte ich dich da hingestellt, dann würde ich da oben hinkommen und können die zwei schützen. Mäh. Verzieh dich, so. So, der ist weg. Ja, Schild ist down, ist gut. I'm Sion, ist das dein Ernst? Ja. Lightningstorm darüber. Finde ich nie so geil. Oh, shit. Da oder dahin müsste ich kommen. Wenn ich ihn dahin stelle, er kann nicht fliegen. Er ist massive, aber... Nee, er ist trotzdem waterlocked. Das ist kacke. Käme ich aber dahin? Ich weiß es nicht. Nein, tue ich nicht. Dieser eine Schritt, der mir immer fehlt, verdammt. Aber ich muss da wegwimmen. Blitz. Verdammt ich. Ja. Ein blöder Schritt jedes Mal, das ist doch zum Kotzen. Ein blöder Schritt. Ja, der könnte noch was machen. Aber bringt mir... Na, wobei. Die Mission wird er töten. Ah. Du machst ja zwei, nicht einen Schaden. Vergesse ich immer. Ich mich doch mehr, als ich eigentlich vorhab. Ramspeed. Entweder vielleicht den oder den. Da ist sowieso schon ein Autopilot drin. Also Wayne. Müsste aber Gegner töten. Damit ich... Ja, es reicht nicht. Ich muss noch einen töten. Ich das noch hinbekomme. Den Stern zu bekommen. Oder ich lasse es einfach. Ich lasse es. Ja, ihr schießt aber leider nicht nur aufs Grid. Dann ist es eh egal. Dann wird die Runde trotzdem gewonnen. Das ist das Problem. Kann ich den nicht da reinziehen? Das ist ärgerlich. Das wäre so super genial gewesen. Mm.
Nur weil der da den Platz... Warum geht das nicht? Das ist doof. Ich kann so weit mir was aussuchen, aber hier... Das wäre so perfekt gewesen. Ne? Zählt er für mich? Nee, schade. Ich versuche die Timeline aufzugeben, aber irgendwie funktioniert das nicht. Okay, ich kann es auch einfach hier machen. Ha. Dann kann ich auch einfach so machen. Das Achievement habe ich ja dann trotzdem. Ich habe halt jetzt keinen aufgewerteten mehr. Was habe ich denn? Was nehmen wir denn? Silica war ganz gut. Silica war nützlich. Lass mal gucken. Die Achievements habe ich trotzdem, ja, habe ich bekommen. Und hier, was war das? 6 zusätzliche Piloten, genau. Habe ich auf jeden Fall bekommen. Schauen wir mal, versuche ich es nochmal. Hi PG, du hast nicht viel verpasst. Ich habe die Timeline aufgegeben. Ich versuch's nochmal. Ich bleibe hier auf normal. Vielleicht kriege ich sonst auch die Gegner halt eben nicht in einer Reihe. Ich brauche 4 Gegner mit einem Laser. Wenn die halt nicht spawnen, geht's halt auch nicht. Ich versuch's nochmal auf normal. Nehme aber eine andere Insel. Zack, zack, zack. Ich nehme lieber diesmal wieder die andere Insel zuerst. Wellen. 7 Gegner töten, Batterien beschützen. Weniger als 3 Crit-Schaden. Kraftwerk beschützen. Muss ich irgendwann sowieso machen, weil ich in die Richtung freischalten muss. Ja, wir sammeln mal erste Erfahrung hiermit. Da sind eine Menge Minen. Die haben auch mir wehgetan, da muss ich aufpassen. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ich kann auch nicht drauf deployen. Ja, da sollte ich aufpassen. Und ich da muss aufpassen, ich kann nicht in Gebäude schießen. Erstmal. Wenn ich dich... Du kannst nur 3 Felder, glaube ich, ne? Ich müsste dich da hinstellen, dann kann ich den Bereich da beschützen. Muss ich da hinkommen? Ich gehe mich von da zum Beispiel hin. So. Muss richtig aufpassen, wie weit die Mechs laufen. Oder eben fliegen können. Wo ich sie hinstellen muss. Gleich in der ersten Mission. Finde ich gut. Ja, das habe ich gewollt. Dankeschön. Zählt. Okay. Dann sorgst du erst einmal hier für den Schutz. So. Der schießt in einer Reihe. Deswegen ist das nicht so gut. Du würdest den aber töten. Du machst ja 2 Schaden. Boom. Erledigt. Du musst allerdings schon da weg. Wenn ich mich direkt vor dich stellen könnte, wärst du weg. Habe ich aber nicht. So mache ich nur 2 Schaden und nehme Grit. Damage.
nicht so gut. Ja gut. Ist aber jetzt noch nicht so schlimm. Autsch. Noch nicht. Das ist nicht so geil, was ihr da macht. Mich da so festzusetzen. Das werdet ihr gleich bereuen. So. Den werde ich leider in Kauf nehmen müssen. Den kann ich killen. Ich kann erstmal hier die Pot einsammeln und dann darüber raschen, um dich zu beseitigen. Aua. Okay, das tat weh. Nehmen wir Schaden? Ja, 2 Schaden. Verdammt. Ich war mir nicht mehr 100% sicher. Schade, sonst hätte ich jetzt den Schild dahin geschossen. Weil in die Richtung kam ich nicht gescheit. 1, 2, 3. Nee, ich hätte hier hinkommen müssen. Nee, wäre ich doch gekommen. Dann hätte ich den Schild geben können. Verdammt. Undo Move. Ich bin doof. Undo Move. Du kriegst den Schild. Der verhindert einen Schaden, aber du kriegst, glaube ich, noch den Brandschaden ab. Oder? Wann gibt's den Brand? Gibt's keinen Brandschaden? Nee, du bist schon disabled. Ach, verdammt. Ich habe nicht aufgepasst. Könnt ihr bitte aufhören, mich ständig einzuspinnen? Das nervt. Dieser Spot ist furchtbar schwer. Alter! Autopilot levelt nicht. Das ist ein Problem. Nee, das ist kein guter Start, Leute. Deiner Verdauung geht's langsam wieder besser. Dein Magen lag es doch am Essen. Ja, das kann halt passieren, wenn man gewisse Sachen nicht verträgt, ne? Hat überhaupt schon jemand? Ja, du hast überhaupt schon ein bisschen Erfahrung. Ich versuch's noch. Ich schalte wieder auf Easy runter. So wird das nix. Mach einfach noch ein bisschen weiter langsam, bis es sich 100% sicher erholt hat. Oder es war eventuell was zu essen nicht mehr. Das könnte in einem etwas zu lange im Kühlschrank gelegen oder so. Und hat irgendwas komisch geschmeckt, was du letztens gegessen hast. Das kann natürlich eventuell auch sein. Ja, Support. Den Darm zerstören. Nehmen das mit dem Air-Support. Schauen wir mal, ob ich da jetzt was hinbekomme. Ich will auch die Münzen für die Achievements haben. Oh, da muss ich sowas von weg. Da muss ich sowas von weg. Dahin kommst du nicht. Dann kann ich den Schaden nicht blocken. Verdammt! Aber die sind eventuell ein Ziel. Ich kann da nicht stehen bleiben mit dir, das ist ein Problem.
Y muss weg. Deswegen, du hast zwei extra Leben. Nee, ein extra Leben. Ja, normalerweise hast du nur drei. Komm aber nicht bis dahin. Mit dir komme ich dahin und könnte den Psion wegrammen, aber dann bleibe ich da so dumm stehen. Ich will noch keinen Gritscher nehmen. Ehrlich gesagt. Gehen wir mit dir auch dahin und könnte dann den Firefly rüberraschen und dann das Schild verhindert Schaden. Das kann ich tun. Du machst den weg, dann hat der den Bonus nicht mehr und du rammst den darüber. Der Schild verhindert das Schaden. Okay, das müsste gehen. Dein Eis hat komisch geschmeckt. Kann sein, dass es schon mal aufgetaut war und wieder eingefroren. Wenn es komisch... Ja, Eis wird ja gerne mit Sahne oder Milch gemacht. Verträgst du kein Paprikagewürz? Oder was meinst du damit? Weil du gerade meinst, Paprikagewürz. Ich bleib mit dir mal da stehen. Du verhinderst da. Ich muss Schaden verhindern. Ich mache erstmal die Schaden verhindern Aufgabe. Du verträgst hier kein Paprikagewürz mehr bei manchen Sachen. Deswegen musst du aufpassen. Okay. Okay, ist nicht so unüblich. Nicht nur Paprika, sondern allgemein aus der Familie. Habe ich auch schon gehört, dass Chili von manchen nicht mehr so gut vertragen wird, aus diversen Gründen. Du kannst kein Schild mehr benutzen. Du würdest den da kaputt machen. Ich muss aber noch was reinlassen, damit jemand das Schild angreift. Wenn ich sie umlenken kann. Wenn jemand diesen Schild dann angreift, habe ich das andere Achievement fertig. Aber ich muss auch was spawnen lassen dafür. Das ist das Problem. Der kümmert sich um den Schild. Dankeschön. Jetzt muss man noch den da jemand wegmachen. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Den muss ich da wegziehen. So, dann haben wir das schon mal. Du hältst mich da fest. Deswegen komme ich da nicht weg. Aber den Schaden von dir würde ich aushalten. Du schießt in gerader Linie. Dich kann ich einfach töten. Zack. Und ich kann dich einfach wegschubsen. Das sind keine Elites. Beide nicht. Ich kann auch... Das ist egal, wen von euch beiden. XP gibt es nur für den Kill, ne? Machen wir dazu. Ne, der macht nur einen Schaden. Das überlebe ich. Okay, du machst den Schild weg, dann hätte ich das Achievement. Ugh.
Airstrike. Du schlägst ins Leere. Ja, Pilot lebt aber noch. Du machst ein Schild weg. Da. Shield Mastery. Abgeschlossen. Gut. Muss man echt auf easy wieder runterschalten, dass man da was zustande bringt. Das ist ja absolut... Oh, ich hasse die Do Not Kill. Diese Aufgabe mag ich nicht. Da gehe ich lieber dahin. So. Die Kartoffeln könnten das ein bisschen binden, eventuell. Gut. Wasabi und Ingwer haben andere Scharfstoffe. Es könnte sein, dass bei Chili und Paprika halt da was drin ist. Wahrscheinlich das Capsaicin, das wäre meine Vermutung. Das ist auch ein böses Zeug. Selbst in geringen Mengen schon. Daher. Du blockierst da den Weg. Und du machst dich bereit, da gewisse Dinge zu schützen. Okay, du entscheidest dich da lang. Das finde ich gut. Die Hornisse kann ich natürlich nicht blocken, ist klar. Das kann ich schützen. Die Hornisse kann ich wegrammen. Boom, dann ist die schon mal weg. Das ist geschützt. Irgendwo draufstellen kann ich mir nicht. Ja, dann kann ich die auch abschießen. Hey, I didn't move. Ich möchte mich zweimal bewegen. Ah, dann halt nicht. Du kannst nur... Oh Gott. Du kommst ja sehr weit. Und wie kannst du schießen? Natürlich eine gerade Reihe. Ah, natürlich. Geht das nur in gerader Linie? Das ist blöd. Dann stell dich mal dahin. Ja, du kannst nur gerade schießen. Wenn du eins darüber gekommen wärst, hättest du das wegmachen können. Das Krabbelzeug. Hm. Ally Immunity habe ich leider noch nicht. Deswegen muss ich mir anders überlegen. Wie viel Schaden machst du mit dem eigentlich? Oh. Und auch noch ballistisch. Das heißt, wenn ich mich dahin stelle, geht auch nicht. Das reicht auch nicht. Aber wenn ich den nehme, das ginge, dann kannst du den wegmachen. Da ist nur noch die Hornisse ein Problem. Die müsste weg. So. Ah, ich muss da wahrscheinlich einen Reaktorkern reinmachen für die Fähigkeit. Kann das sein? Nee. Erstmal Dinge erledigen, bevor du weiter in Tunik rummodelst. Ja, muss mal gucken, wie du deine nächste Woche auch planst. Wichtige Dinge, Anrufe, viel zu tun. Und ja, ich drück dir die Daumen, dass du rechtzeitig auch dein Money kriegst. Das ist nämlich wichtig für dich. Der muss ich reparieren. Das ist eh nur Psion, also ist der mir scheißegal.
Wobei, ist er mir egal. Ach komm, ich schieße ihn ab. So, dann hat der auch... auch erledigt. Schilde ist aufgebraucht. Stelle ich den da hin. Du hättest noch was zu schießen. Nö. Es bringt mir nichts, dahin zu schießen. Oder macht es den Löchern? Ja, nicht wirklich. Auf Löcher schießen bringt nichts. Nee. Ja, das ist wirklich blöd. Sobald sie meinen, sie sind nicht mehr zuständig, stellen sie immer alles Geld ein. Musst halt gucken, dass du es anderweitig herbekommst. Wer hat dir das bezahlt? Rentenkasse? Ist dann halt die Option, ne? Also. Aber bei denen musst du halt auch wieder. Oh Gott. Das klingt nach Papierkram, was du mir da schreibst. Hilfe. Papierkram. Zu viel Papierkram. Drück dir die Daumen, dass du wen erreichst, ja. Sonst wird das nix. Den Damm zerstören soll ich. Uff. Timeboard! Boink! Die gehen nicht ran. Hast du es per E-Mail schon mal versucht? Ist dann immer doof auf eine Antwort warten, aber... Wenn sie sich schon so nicht melden, ne? Ah, ich habe wieder vergessen zu gucken. Wegen deiner Fähigkeit. Du brauchst einen Reaktorkern, soweit ich weiß. E-Mail geben sie gar nicht an. Oh, schön, wenn man keine E-Mail hat, kann man da auch niemanden anrufen, ne? Blöd. Nicht anrufen, anschreiben. Meine ich. Ich verliere den Piloten aber trotzdem. Fürchte ich. Wenn der eingesponnen ist, ist blöd. Hat er sowas von geloost? Das ist ein Problem. Naja, ich habe die Zeitkapsel aber mit ihm eingesammelt. Habe ich hoffentlich einen Piloten drin. Oh, das ist aber nett von euch, euch so in einer Reihe aufzustellen. Ja, für den Damm habe ich noch eine Runde Zeit. Erst einmal schalten wir die aus. Ne? Ah, Mist, da steht mir da, glaube ich, aber im Weg. Der steht mir da fürchtig im Weg. Ich muss dem nur noch einen Schaden zufügen. Dann habe ich da den Damm zerstört. Ist okay, das kriege ich hin. Eingesponnen werden ist halt immer ein Problem.
bist erledigt und du zerstörst den Darm. Dann kriege ich den Punkt. So. Ja, dir gefällt, dass ich da einen Fluss gemacht habe. Okay, ich habe da aber... Habe ich da nicht eine Stadt abgesoffen? Nee, ich glaube nicht. Ärgerlich, wenn man nur Telefonnummern hat, an die die Leute nicht rangehen, um sie zu erreichen. Yeah. Pilot, please. Was ist das denn? Missile Barrage. Oh. Oh. Kann man nur einmal pro Kampf? Kann man für 2 Cores extra Schaden drauf machen? Jeden Gegner auf der Karte. Wenn ich die Reaktorkerne dafür zusammenkriege, um das auch aufzuwerten, leider kein Ding dabei. Naja, gut. Okay. Es braucht 2 Reaktorkerne, verdammt. Ich habe nur einen. Das kriegst du. Brauche aber auch einen Reaktorkern, um benutzt zu werden. Verdammt. Ich brauche mehr Reaktorkerne. Aber sowas von. Und da brauche ich einen Kapitän, einen neuen Piloten. Juck. Wir schnappen uns mal. Gerät ist halt voll. Ich kann nur noch eine Mission machen, ne? Dann kommt der Schiff. Ja, ich block lieber Wegspawns. Ich hasse den Volatilen. Der nervt. Die mag ich nicht. Selber schuld. Mehr sei dir. Nein, Gebäude sind weg. Ach, verdammt. Ich wollte ihn hinten da so in die Mine ziehen. Ach, schade. Dann geht das da hinten auch nicht. Ärgerlich? Okay. Schade, schade. Nein, das ist... keine gute Idee. Eine Mine stellen kann ich mir nicht. Haben wir auch schon festgestellt. Das tut weh. Und zwar ziemlich. Wenn ich mich da hinstelle, dann kriegen die auch Schaden ab. Also, wenn ich dich nehme... Mein Laser geht 4 Felder weit, ne? Nee, ich schaff's nicht, alle Gebäude zu schützen. Schade. Ich kann aber... Nein, falsch. Das da schützen. Nee, besser als nix. Ich muss auf der Mine nur stehen bleiben, oder? Ja, ich muss auf der Mine nur stehen bleiben. Damit sie Aua macht. Gut. Dann kann ich das nutzen. Und dich wegmachen. Das halte ich... Halte ich das aus? Ah, ich fürchte, nein. Fire Damage. Da war ein Loch, oder?
Nee, da war kein Loch. Okay. Da war kein Loch. Ja, ich soll das Emergen von den Wex blockieren. Ist klar. Ich weiß. Aber nicht mit dem. Der brennt. Der muss ich reparieren. Den kann ich töten oder den kann ich töten. Nein, das ist keine gute Idee. Oder doch den Grid Damage hinnehmen. Ich kriege Grid wieder. Also. Kann ich den einen Punkt verkraften? Der schießt ins Leere, da ist ein Schild. Zwei weitere Spawns. Die muss ich blocken, weil danach ist Feierabend. Ich kann mich nur leider nicht danach bewegen, wenn ich das mache. Also der muss sich da hinstellen. Ich muss Barrage machen. Du greifst das an. Ah, nee, der kann eigentlich da stehen bleiben. Okay. Hast du noch Schilde? Nein. Aber du kannst das. So, damit ist der futsch. Du kannst da einen Spawn blocken. Da geht Grit drauf. Tut weh, ist aber so. Wenn ich den Punkt haben will, muss ich noch einen Spawn blocken. Deswegen gehe ich dahin. So. Dann mache ich Repair statt Barrage. So. Eieiei, ich weiß. Selber schuld, wenn du in die Mine läufst. Letzte Runde. Bye bye. Jo. Ich würde mal sagen, die Runde ist erfolgreich. Kann man abschließen. So. Ja, ich habe 2 Punkte Grit verloren. Ah, aber dafür habe ich Sterne. Reputation. Ja, es war die letzte Mission. Ich habe es befürchtet. Hive Leader ist da. Womit müssen wir uns anlegen? Spinne. Ich hasse die Viecher, die einen einspinnen. Der Squad hat damit ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, gut, schauen wir mal. Turm kann ich ja gleich. Einspinnen. Ich kann mir ja da hinstellen. Brauche ich nur eins rübergehen, kann ich Schilder drauf machen. Schlüpfen die gleich oder erst nächste Runde? Nein, ich schlüpfe gleich. Okay. 2 neue Eier und Respawn. Ei. Du sorgst erstmal dafür, dass der Turm geschützt ist. Okay. Zählt das als 4 Gegner? Ah, ich komme nicht bis dahin. Hätte ich gewusst, dass ihr so lauft. Verdammt.
Verdammt. Hätte ich das gewusst. Das ist wieder genau das Problem. Wenn ich das gewusst hätte. Was? Weil deine Kleinen halten nur eins aus. Damit sind die weg. Ganz einfach. Oh Mann. Es wäre so cool gewesen, wenn das als vier Gegner in einer Reihe gezählt hätte. Mann. Wegen einem Schritt wieder. Kotzen. Mann. Aber ey, Spider-Leader ist weg. Und du auch. Und der Turm ist safe. Ich will aber nicht brennen. Irgendwas schützen. Save Zone hin, so. Der kriegt jetzt noch jetzt nichts ab. Aber er müsste repariert werden, ja. Ja, gell. Ist einfach manchmal furchtbar. Wie ärgerlich das bei deinem Tunic-Spiel war, ne? Jedes Mal. Nicht um Millimeter. Aber dann hat ein Dodge nicht funktioniert oder so, gell. Blöde dann. Der würde das noch aushalten. Du stellst dich als Lockvogel mal dahin. Reparierst dich. Und du machst die Spinne da platt. Also. Ein Psion. Also vor dem habe ich jetzt aber keine Angst. Vor dem habe ich keine Angst, so. Die greifen ja nicht an. So, tschüss. Oh, erste Insel gerettet mit dem Squad. Musste wieder auf easy schalten. Das nervt. Hallo, Abe. Oh, sehr schön. Darf ich mir was aussuchen? Self-Destruct? Au. Mech explodiert, tötet alles, was an ihm rum. Damage, kill. Keine fixe Zahl. Instant kill. Wow. Böse. Abe ist ein guter Pilot. Vielleicht nehme Grid Dev. Self-Destruct ist böse. Wow. Ersatzpilot ist aber auch gut. Ja, ich nehme Crit Def. Ja, ich weiß, ich habe einen mit Autopilot, aber. Crit Energie brauche ich nicht. Oh, ein früheren Kryo Launcher. Smoke Pellets. Ah, das war das Ding. Ah, nee, Quatsch. Das läuft anders. Mhm. Ja, aber Enemies können nicht angreifen, was gar nicht so schlecht ist. Grid Def. Extra Overgrid brauche ich nicht. Ich würde es erstmal in Kurs stecken, damit ich damit was anfangen kann. Mit ein paar Sachen. Für den Double Shot brauche ich halt schon zwei. Dafür bräuchte ich mehr Gesundheit, das zu aktivieren. Oder soll ich erst meine Gesundheit bei ihr? Ich stecke erst meine Gesundheit bei denen, die es brauchen. Ja, erst den Kern. So.
Da ist halt extra Mesh HP wie im Pilot. Vor allem der braucht mehr HP. Eigentlich müsste so ein Charakter da rein. Der war auch noch ein paar Punkte, der saß. Bevor ich dann extra Skill bekomme. Dann würde das ja auch weniger wehtun. Wenn er mehr HP hätte, ne? Wenn er mehr HP hätte, würde es weniger wehtun. Meine Güte. Sorry. Ich kann kein Deutsch gerade.